richtiges Kontemplationswetter heute. Ja. Legt die Introspektion nahe. Der nordische Gott der Weisheit, Odin, hat zwei Raben, die ihm Bericht erstatten über die Welt. Der hat nur ein Auge. Interessant, ein Gott der Weisheit, der einäugig ist, nicht? Das ist irgendeine tiefe Symbolik da drin, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Und diese beiden Raben heißen Hugin und Munin. Und die schickt er aus jeden Morgen. Die fliegen durch die Welt. Hugin, das ist der Gedanke, und Munin, das ist das Gedächtnis. Und Odin ist besorgt, dass sie wieder zurückkehren, weil er hängt von ihnen ab. Und es gibt diese kryptische Aussage in einer der großen Liedsammlungen, in der er sagt, aber ich fürchte mehr um Munin. Also er fürchtet mehr um sein Gedächtnis als um seinen Gedanken. Ich denke, das ist ganz aufschlussreich. Ja. Gedanken, an Gedanken mangelt es meistens nicht. Es ist das Gedenken, das gelegentlich verloren geht. Ich würde gerne etwas sagen über das Zusammenspiel von Geistesgegenwart, Sati, von einem Prozess des Erforschens, den die Pali-Tradition Yonisomanasikara nennt, und dem Aufkeimen von Weisheit. Alle großen buddhistischen Traditionen haben quasi ihr Spezialgebiet. Einige der tibetischen Traditionen sind berühmt für ihre analytischen Schärfen und scharfsinnigen Analysen. Die Yogacaren sind berühmt für ihr Verständnis von Bewusstsein. Zen oder Soto Zen vor allem ist berühmt für seine Herausarbeitung der Absichtslosigkeit in Praxis und der Leerheit. Dzogchen-Traditionen sind berühmt für die transformierende Kraft eines durchdringenden Gewahrseins. Und wenn ihr auf dieser quasi Spezialitätenschiene bleiben wollt, dann ist wahrscheinlich die eindringlichste, oder das Alleinstellungsmerkmal des frühen Buddhismus, ist wahrscheinlich die Rolle von weisem Erwägen oder tiefgründigem Erforschen. Dieser Begriff taucht auf in vielen Spielarten. Es ist eine Haltung, die dort ganz klar Ermutigung findet, und das ist die Haltung des Erwägens, Ergründens, Untersuchens, Erforschens. Manchmal hat es mehr reflektive oder reflektierende Qualitäten. Also das ist nicht etwas, was nur in formeller Meditationspraxis geschehen soll. Manchmal hat es Aspekte von Besinnung, also sich etwas zurückholen oder sich etwas neuerlich veranschaulichen. Manchmal hat es mehr so die Qualität von einem vorsprachlichen Abtasten und Ergründen. Da gibt es viele, viele Spielarten, und das taucht quer durch die Darlegungen immer wieder auf. Eine Ermutigung, dass wir Wirklichkeit verstehen, indem wir uns mit der Art und Weise, wie wir diese Wirklichkeit erleben, Tiefe abgeben. Ja, es ist eine der größten Ermutigungen aus dem Munde des Buddha, ist, dass der Schlüssel zu Freiheit, zu Glück, zu Erwachen liegt nicht in einer Beschwichtigung der Götter, liegt nicht in meinem festen Glauben an ein transzendentes Paradies, sondern dieser Schlüssel liegt darin, dass ich mich in tauglicher Weise meinem eigenen Erleben zuwende und dieses Erleben tief ergründe. Das ist die eine Quelle. Die andere Quelle ist das, was ich von anderen lernen kann. Yonisomanasikara und Paratogoso, was ich von anderen lernen kann. Zwei Quellen tauglicher Anschauung oder rechter Anschauung. Die Kommentare helfen uns ein Stück weiter. Meine Erklärungen von Yonisomanasikara, oder vielleicht, bevor wir zu den Kommentaren gehen. Begriff Yoni bedeutet Schoß. Manasikara, Manaskaroti heißt Anwenden des Geistes. Quasi den Geist vom Schoß her anwenden. Ja, jetzt, das ist nicht eine Aufforderung zu tantrischen Praktiken, sondern das ist, dass wir, der Schoß in seiner übertragenen Bedeutung ist der Ort, wo Dinge herrühren. Ja, die Matrix, dort, wo etwas seinen Anfang nimmt. Das lateinische Wort
radikal kommt dem vielleicht ganz nahe, von der Wurzel her, im ursprünglichen Sinne radikal. Etwas von der Wurzel her verstehen, etwas von dort her verstehen, was seinen Anfang nimmt. Das ist eine Aufforderung. Wir sollen den Geist anwenden in einer Weise, dass er die Dinge von der Wurzel her bis in alle Verästelungen hinein versteht. Das ist nicht ein analytisches, ein begriffliches Vorgehen, sondern das ist ein schauendes Vorgehen in der Anwendung des Geistes, das Dinge quasi gestalthaft versteht. Diese Aufforderung findet statt. Die Qualitäten des Weisen ergründens werden als die Vorläufer von Weisheit dargestellt. Immer wieder werden sie. Das Weisheit beginnt damit, dass ich tiefer schaue, dass ich tiefe Fragen stelle, dass ich mich tiefer in Verbindung bewege zu etwas. Und dieses inniger werden und untersuchende, ergründende, auslotende meiner Haltung, darin findet, keimt meine Weisheit oder das Erkennen, das schließlich in Weisheit mündet, keimt herauf. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das hat etwas mit einer Fragehaltung zu tun. Ja, einige von euch werden sich erinnern, ich habe ganz am Anfang ein paar Bilder aus den Lehren zu Sati gegeben, in denen Sati in Bildform quasi in seiner Funktion dargestellt wurde. Eines dieser Bilder war das Bild des Arztes, der einen Mann mit einer Pfeilverletzung verdoktert. Und der Pfeilschaft ist abgebrochen, sodass der Pfeilkopf in unserem Mann drinsteckt und er ist nicht sichtbar. Und die Aufgabe des Arztes ist es, mit Hilfe einer Sonde, die er einsetzt, die Lage, die Größe und die Kontur dieses Pfeilkopfes in unserem Mann drin zu ertasten. Und mit Hilfe dieser Sonde spürt er, was er nicht sehen kann. Er ertastet, er lotet also die Lage, Kontur und Größe dieses Fremdkörpers in unserem Mann, lotet er aus, um dann mit möglichst geringem Aufwand diesen Kopf entfernen zu können. Und das Bild für Sati ist in Analogie diese Sonde, die eindringt in die Wunde. Diese Wunde nicht vergrößert und zugleich ist da etwas schmerzlich Forschendes dabei, nicht? Und auch zugleich etwas sehr Vorsichtiges. Und Sati, verglichen mit dieser Sonde, die eindringt, ist ein vielleicht der stärkste Aspekt dieses Auslotens, Horchens, Herausspüren und Horchen, Ergründen. So, diese ganze Untersuchungsqualität. Manche Übersetzungen dieses Wortes fallen zu kurz, etwa wenn sie nur von systematischem Denken reden oder so. Das ist nicht eine rechts- oder nicht eine rein linkshemisphärige Aktivität. Das ist einfach, das fällt gelegentlich zu kurz. Wenn ihr den Begriff dieses Wortes immer wieder prüft, in da wo es auftaucht, das ist offenkundig, dass damit eine breite und tiefe Haltung gemeint ist. Ein Bild, das von einem zeitgenössischen Lehrer stammt, ist das Bild eines Mannes oder vielmehr einer Frau, die auf einen Fluss hinaus paddelt und dort Lotusstängel zu schneiden. Lotusblüten kann man schneiden und verkaufen oder man kann die Stängel schneiden und essen. Ja, es gibt gute Gründe, weshalb man Lotus schneidet. Und unsere Frau also hat einen kleinen Nachen und paddelt hinaus in den Fluss und will dort ihren Nachen festmachen und diese Lotusstängel schneiden. Damit ihr Nachen nicht abtreibt, wirft sie einen Anker aus und sie ist neben diesen Lotusstängeln, das sind nicht wie Seerosen. Seerosen bleiben auf der Oberfläche hier, ja. Sie kennt. Lotusse wachsen über die Wasseroberfläche hinaus. Das ist das Faszinierende an ihnen. Und also mit einer Hand beugt sie sich über den Rand ihres Nachens und fasst diese Lotusstängel und mit der anderen Hand führt sie den Schnitt. Und die Auflösung dieses kleinen Bildes ist, das Boot, der Nachen, das ist unser Chitta. Die Strömung, die das Boot wegzutreiben droht, das ist die begriffliche Drift, die in unserem Geist herrscht, die Neigung des Geistes,
Dinge, die er erlebt, begrifflich zu fassen und sich diese Begriffe dann assoziativ zu verknüpfen. Und der Anker, den sie auswirft, das ist Sati. Ja, Sati verankert ihren Nachen an der Stelle, sodass der Geist nicht abtreibt. Die Armbeuge, die sie fasst, mit der sie die Stängel zum Schnitt vorbereitet, das ist Yoniso Manasikara, das ist die erwähnte Qualität weisender Gründens und der tatsächliche Schnitt, das ist dann die Anwendung von Weisheit, von Panya. Das Bild ist eine Abwandlung dessen, was wir auch in den Lehrreden finden oder vielmehr in den Fragen des Melinda. Dort gibt es ein ganz ähnliches Bild mit etwa der Hälfte dieser Aspekte drin. Ich glaube, es ist ganz gut zu sehen, wie diese Dinge zusammenspielen. Es gibt einen Teil von Meditationspraxis, in der wir Elemente üben. Ja? Wenn ihr eine Kampfkunst übt, dann gibt es genau dieselbe Aufgabe. Ihr lernt bestimmte Elemente. Zuallererst lernt ihr mal isoliert diese Elemente tun. Ihr lernt Schrittfolgen, ihr lernt Rollen, ihr lernt Schlagen, ihr lernt Drehen, solche Sachen. Und dann gibt es einen Punkt, wo ihr lernt, diese Dinge zusammenzuhängen. Und dann gibt es einen Punkt, wo ihr diese Dinge nicht mehr plant. Ja? Über lange Strecken einer Übung sind solche Dinge abgesprochen. Und dann gibt es einen Moment, wo ihr improvisiert. Als Meditierer müssen wir entscheiden, was wir üben, ob wir Elemente üben. Sammlung, Stille, Körper, Geist, Lust und Unlust, solche Sachen. Und dann gibt es einen Moment, wo wir, was wir kennen und was wir gelernt haben, in eine Waagschale werfen, wo wir uns auf dieses Leben irgendwo einlassen und wo wir beginnen zu spüren, dass wir mehr als nur eine Seite haben auf unserem Instrument. Ja, wir beginnen, diese Sachen ins Gefecht zu bringen. Ja. Begegnung mit unserer Wirklichkeit. Sati als unverzichtbares Instrument zur Verankerung dieses Geistes, das uns immer wieder zeigt, wo wir sind. Mit Hilfe von Sati lerne ich diesen Geist stillen, mit Hilfe von Sati lerne ich Prozesse lange genug begleiten, dass sie die Daseinsmerkmale manifestieren, dass ich nicht in die Gefahr laufe, das, was unbeständig ist, mit Beständigem zu verwechseln, das, was unweigerlich mit Schmerz verbunden ist, für tatsächlich Glück verheißend zu halten, das, was nicht mir gehört und kein Selbst konstituiert, als meins zu betrachten. Und wenn Sati lang genug an Dingen dranbleibt, dann jeder Gegenstand meiner Erfahrung beginnt, diese drei Daseinsmerkmale zu manifestieren. Und dann beginnen ein tieferes Horchen, ein tieferes Fragen, eine tiefere Beziehung setzt ein. Und in dieser tieferen, erforschenden Beziehung scheint Wirklichkeit auf. Das ist die Übung, das, was ich tue, das Erforschen, das wäre Yoniso Manasikara, was aufscheint als Wirklichkeit. Das ist, was die Tradition eigentlich Vipassana nennt. Ja, gut, in den alten Lehrreden ist Vipassana nicht etwas, was wir tun, sondern Vipassana ist etwas, was wir kriegen. Ja, es ist eine Frucht, es ist die Frucht der Übung. Heute, Vipassana-Bewegung gebraucht diesen Begriff so, als ob das etwas ist, was wir tun. Wir machen Vipassana. Ja. Es gibt meine Lieblingsverballhornung von Meditation ist, es gibt zwei Sorten. Die eine ist Samatha und die andere ist Vipassana, die haben nichts miteinander zu tun. Das sind feindselige Praktiken. Und man muss sich ganz scharf entscheiden, für welche man einsetzt. Wenn man es nicht macht, dann macht man ein Durcheinander. Wenn ich die Lehrreden lese, dann ist nichts von dem da. Es gibt eine Übung, diese Übung hat verschiedene Aspekte. Einer dieser Aspekte heißt Samatha, einer heißt Vipassana. Aber in den meisten Fällen werden die im selben Atemzug genannt. Ganz wenige Fälle, wo sie nicht im selben Atemzug genannt werden. Und oft genug wird der Begriff Vipassana für das gebraucht, was passiert, nicht was ich tue, wenn ich etwas verstehe. Also die Übung ist die Übung, dass ich meinen Geist auf etwas lenke, dass ich die Brennweite meiner Aufmerksamkeit entscheide, dass ich die Kontinuität meines fließenden Achtsamseins ausbilde und dass ich
diese Haltung der begleitenden, fließenden Achtsamkeit mit einer Frage manchmal so begleitet, dass da was etwas Fragendes, Horchendes, Forschendes drin ist. Das ist nicht, dass sie diese Fragen denkt. Ich meine nicht eine analytische Frage, aber es hat so etwas Staunendes vielleicht, etwas Neugieriges auf jeden Fall. Etwas, das sich sicher ist, dass es noch nicht alles weiß. Das ist irgendwie das Wichtigste. Dass das, was ich weiß, ist noch nicht alles. Diese Haltung. Weil wenn ich alles weiß, dann kann man mir nichts Neues mehr sagen. Ihr kennt es vom Zuhören. Es gibt Leute, die hören zu. Und wenn sie zuhören, ist es mehr so wie ein Runterladen. Ja? Sie hören nur einfach, was sie schon wissen. Sie hören, was sie schon glauben. Alles, was sie hören, bestätigt im Grunde genommen, was sie schon denken und wissen. Das sind Leute, die hören nie etwas Neues. Ja? Diese Sorte von Haltung kann auch meditieren passieren. Und wenn wir beginnen, tiefer zu horchen, dieses vom Schoß her Dinge verstehen. Wenn ihr das etwas, die etwas hemdsärmelige Übersetzung von Yoniso Manasikara erlaubt, dann heißt das, dass wir Dingen neu begegnen, dass sich Dinge uns in einer Weise erschließen und öffnen, die bislang scheinbar klar waren und jetzt kriegen sie eine neue, eine tiefen Dimension. Die Kommentare, um auf sie zurückzukommen, sprechen von zwei Sorten von Yoniso Manasikara. Eine hat damit zu tun, dass wir ein Herangehen, dass wir unser Herangehen an eine Sache prüfen. Dass wir nicht nur prüfen, was ist die Sache, sondern dass wir prüfen, wie gehen wir an etwas heran. Das ist oft sehr, sehr aufschlussreich. Was ist denn eigentlich meine Erwartung an mich, wenn ich mit dem Atem bin oder mit Empfindungen bin oder mit Hindernissen bin oder wenn ich gehe, wenn ich esse, wie bin ich denn eigentlich mit mir? Was erwarte ich denn insgeheim? Und die andere Form von Manasikara heißt Upaya Manasikara und das ist ein Ergründen zweckdienlicher Mittel. Mit anderen Worten, welche Dinge sind für mich nützlich? Dass ich ganz klar die Frage stelle, was hilft mir denn? Was macht mir denn möglich, etwas zu verstehen? Was macht es mir schwerer? Was macht es mir leichter? Manche von uns sind visuell und die sprechen sehr stark auf Bilder. Manche von uns sind sehr sprachlich. Ein Begriff kann manchmal irgendwie etwas ins Klingen bringen. Manche von uns sind leichter erreichbar durch Reflexion. Manche von uns sind eher intuitiv und ihr müsst rauskriegen, was ihr für einer seid oder für eine seid, was euch hilft. Ja. Also das Erforschen nicht nur der Dinge, sondern das Erforschen auch meiner Beziehung zu den Dingen. Gut, lasst mich absetzen und lasst uns üben.